Hallo ihr Lieben, so ich zeige euch hier jetzt mal den kleinen Rundgang durch Schwesterherz, RSVP und Louis Button. Wobei ich auch gestehen muss, bei Louis Button war ich schon wirklich durch das Laufen und den ganzen Input, den ich hatte, so K.O., dass ich es komplett verpeilt habe zu fragen, ob ich eine Aufnahme machen darf. Also es war ein sehr heftiger Gewaltmarsch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Ich sage viele. Es war wirklich hart. Also, es hat super viel Spaß gemacht, aber wenn ihr wirklich diese Läden abklappern wollt, tut euch einen Gefallen, fahrt mit der Straßenbahn. Sucht, macht euch wirklich die Mühe und sucht euch die Routen raus, weil RSVP und Louis Bahn sind relativ nah aneinander, aber wenn ihr wirklich zu Schwesterherz wollt, da seid ihr komplett weg vom Schuss. Also, das geht in die komplett andere Richtung und das ist ein Fußmarsch. Der ist wirklich heftig. Also ich glaube, allein von Schwesterherz zu Louis Bahn sind es knapp 5 Kilometer. Also die Berliner Innenstadt oder dieser Innenstadtbereich ist riesig. Es ist einfach so, es ist wirklich heftigst riesig. Also man glaubt das gar nicht, aber das ist echt hart. Fahrt wirklich mit den Öffentlichen. Also ich habe nach der Hälfte der Strecke echt gedacht, boah, warum bin ich eigentlich nicht mit dem Auto gefahren? Weil es auch wirklich so ist, alle Nase lang wäre irgendwo ein Parkplatz frei gewesen. Das war wirklich brutal. Und ich hätte wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Zeit gebraucht, die ich dann zu Fuß wirklich investiert habe. Also ich war wirklich 3,5 Stunden war ich nur am Laufen. Das war, ja. Die härteste Stationary-Route, die ich bisher hatte. Also München war da echt ein Klacks gegen. Also München wäre ich jetzt auch nicht mit den Öffentlichen gefahren, aber Berlin braucht man das echt. Ja, nichtsdestotrotz waren die Läden richtig schön. Also ich glaube, da kann man wirklich stundenlang durchlaufen und schmökern. Man entdeckt, glaube ich, auch jedes Mal, wenn man aufs Neue dort ist, wieder was, was man beim letzten Mal noch nicht gesehen hat. Das ist echt richtig, richtig toll. Und ja, mich hat es riesig gefreut, dass ich einfach aufnehmen durfte. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte bei RSVP und bei Louis Bahn wirklich noch mehr Energie gehabt, um längere Aufnahmen zu machen, aber da war einfach so, so derb die Luft raus. Also da ging, ja, ging leider, leider so gut wie nichts mehr. Und ja, wirklich der Tipp. Also wenn ihr wirklich, wenn ihr nur Louis Bahn und RSVP machen wollt und ihr seid da in der Nähe in einem Hotel, kein Thema, könnt ihr ablaufen. Aber wenn ihr halt wirklich sagt, boah, dieser Schwesterherzladen, der gefällt mir jetzt total, den möchte ich mir auch mal angucken, tut euch wirklich selber den Gefallen und fahrt mit den Öffentlichen. Weil es ist auch gar kein Thema. Ich glaube, in Berlin gibt es ja auch so diese Art Touristenkarte, die ihr in eurem Hotel an der Rezeption bekommt, womit ihr dann mit den Öffentlichen ein bisschen günstiger fahren könnt. Und auch die Eintritte in verschiedene Attraktionen, wie jetzt, glaube ich, Madame Tussauds und Berliner Zoo und alles und das, was ist das, das Spielemuseum oder das Videospielemuseum, da kommt ihr dann, glaube ich, günstiger rein und ja, wie gesagt, also wenn ihr wirklich so einen ich nenne es mal Touri-Trip macht, weil bei mir war es ja doch eigentlich hauptsächlich wegen Business, aber wenn ihr so einen reinen Touri-Trip macht, holt euch diese Karte und fahrt diese Läden wirklich mit den Öffentlichen ab. Ja, genau. Also mich hat das schon echt. Es hat Spaß gemacht, es war toll, einfach mal so auch durch Berlin durchzulaufen, auch durch Gegenden, die jetzt nicht so Touristen-Hotspots sind. Aber es war ein, ich sage mal, intensiver Weg. Ja. Also, wenn man es nicht laufen muss, sollte, könnte man da wirklich auf die Öffentlichen zurückgreifen.
Ja, natürlich durfte bei Schwesterherz dann auch gleich noch ein KW-Kuhsport mit. Da habe ich mir den Weißen mitgenommen. Und ja, mein Verhängnis war, als ich dann bei RSVP reingekommen bin und in die Auslage geguckt habe, dass sie natürlich auch KW-Kuhs hatten. Und da durfte dann der Dunkelblaue mit. Ja, das ist jetzt der RSVP. Der ist richtig, richtig schön, auch klein, knuffig, liebevoll eingerichtet. Und ja, wie gesagt, bei Louis Bahn habe ich leider keine Aufnahme gemacht. Da war ich schon echt viel zu K.O. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck von den Läden bekommen können. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ja, bleibt auf jeden Fall gesund und positiv und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.